Dann, was die Sache sehr viel einfacher macht, wenn wir als Menschen, ihr kennt wahrscheinlich alle den Witz, was ist der Unterschied zwischen Gott und den Menschen? Gott weiß alles und die Menschen wissen alles besser. Da sind wir Weltmeister drin, dass wir immer wieder denken, wir können die Natur auf dem Grünstreifen links überholen, wir wissen es besser. Wir wissen es gar nicht besser, sondern die Natur weiß es besser. Alles im Leben, im ganzen Körper, alles in unserem irdischen Leben verläuft rhythmisch. Wir sind absolut identisch in unseren Funktionen, solange wir inkarniert sind. Ob das auf der kosmischen Ebene zu sehen, ob das die Schumann-Wellen sind, die auf die Erde kommen, ob das die Jahreszeiten sind oder was. Alles im Leben ist rhythmisch. Es gibt also eine wellenartige Bewegung, die uns durchs Leben begleitet. Dann, was ganz, ganz wichtig ist, ist etwas, was viele Menschen wieder lernen müssen, zu unterscheiden zwischen Selbst und Fremd. Also was gehört zu Ihnen, was gehört zu mir, wo ist die Grenze, wo weiß ich, ich bin nicht mehr dieser Herr, auch wenn er mir sympathisch ist. Also viele Menschen sind ja in der Opferrolle, weil sie viel mehr im Geben sind und die Menschen ganz nah ranholen, aber nicht gut für sich selbst sorgen. Also mehr für andere sorgen als für sich selbst. Das ist also ganz wichtig, eine Grenze zu ziehen, Nein sagen können, vereinfacht sehr vieles. Dass ich nicht immer nur Ja sage und alles mit mir machen lasse, sondern einfach mal sage, nö, habe ich erlebt, die Phase habe ich durchlebt im Leben, aber ab jetzt nein. Unterscheiden von selbst und fremd, das ist das Wichtigste, dazu brauchen wir keine Impfungen, sondern brauchen wir einfach ein gutes Immunsystem. Vor 40 Jahren traf ich mal einen alten Landarzt, vor 40 Jahren, da sagte er schon, wissen Sie, wenn wir was in der Zukunft brauchen, brauchen wir keine Pillen, sondern ein gutes Immunsystem. So ist es. Also Stoffwechsel, auch etwas ganz Wesentliches. Also zum Beispiel, wenn Sie eine ganz einfache Übung zu Hause machen, damit Sie erleben, wie aus dem Stofflichen Lebensenergie wird. Sie haben also ein Blatt Papier in der Mitte geteilt, links ist, also hier ist Plus, da ist Minus und auf die Plusseite schreiben Sie ganz ehrlich, guckt ja auch keiner, Sie müssen es auch niemandem zeigen, Sie schreiben ganz ehrlich, was tut mir gut, wenn ich das oder jenes esse, also welche Nahrung tut mir gut. Ich esse das oder trinke das und danach habe ich Power, das ist die Plusseite. Und dann schreiben wir auf die Minusseite, alles das, wo wir genau wissen, ja, das ist eigentlich lecker, ne? Aber wenn ich es gegessen habe, bin ich bleiernmüde. Ich könnte mich gleich wieder ins Bett legen, ich habe keine Kraft. Und wenn Sie das tun, was meine Patienten und auch die vieler Kollegen auch tun, dann stellen wir fest, wir brauchen gar keine Diäten, keine Ernährungsvorschriften, weil jeder das weiß, was ihm gut tut. Und dann braucht man nicht also komplizierte Ernährungsregeln. Die haben ihren Sinn, das ist keine Frage, das möchte ich nicht schmälern. Aber wenn man die anguckt, etwa 50 haben wir seit 100 Jahren gefunden. Der eine sagt nur Proteine, der andere sagt nur Kohlenhydrate, der andere sagt nur Obst, der andere nur Gemüse und der andere nur Vollkorn, der andere sagt kein Vollkorn. Also wir haben alles. Aber was machen wir damit? 50% der Leute können mit der Diät was anfangen und 50 leiden. Das ist bei allen Ernährungsregeln, die aufgestellt wurden, der Fall. Und eine einfache Lösung ist zum Beispiel, dass Sie ganz genau wissen, was Ihnen gut tut. Wer soll das besser wissen? Wie soll ich das wissen, was Ihnen letztendlich gut tut? Ich könnte nur sagen, aufgrund des Körperbaus würde ich vielleicht das und das mal empfehlen, als Heilnahrung, vielleicht um irgendwie zu entsäuern, zu entschlacken oder weiß der Kuckuck was. Okay. Aber was ist danach? Danach geht es nicht darum, was ich meine, was Ihnen gut täte, sondern was wissen Sie selbst, was Ihnen gut tut? Das ist zum Beispiel eine sehr einfache Lösung. Und man ist dann sehr erstaunt, dass man auf der rechten Seite, wo das Minus steht, natürlich gerne sagt, ja, aber ich esse ja nun mal so gerne Nudeln. Dann können wir eine dritte Rubrik aufmachen, die mit Humor gefüttert wird, nämlich, dass Sie einen Tag in der Woche
sich aussuchen, da darf alles mal ganz anders sein. Da hauen sie sich die Pizzas rein und die Würste und was weiß ich alles. Also ein Tag, wo alles mal sein darf. So mache ich es auch mit den Patienten. Da ist jetzt vielleicht notwendig, mal etwas strenger zu sein für 2 Monate. Aber innerhalb dieser Zeit ist immer einmal in der Woche der sogenannte Lusttag. Das wäre sehr empfehlenswert, dass Sie den einführen. Das ist der wichtigste Tag in der Woche. Der Lusttag, an dem Sie einfach nicht das schlechte Gewissen haben, ich sollte eigentlich weniger davon essen und das bekommt mir, das ist nicht gesund. Ja, was ist schon gesund? Alles, was gesund ist, steht bei Ihnen links auf der Seite, weil es den Stoff, also die Nahrung, in Energie verwandelt. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann ist das auch schon die halbe Therapie in sehr, sehr vielen Fällen. Da habe ich noch gar nicht an Arzneimittel gedacht. So, gucken wir uns chronische Krankheiten an. Jeder war schon chronisch krank, ich auch schon 2-mal, richtig bis auf den Tod, todkrank. Wir können einfach krank werden. Fertig. Und wir können mit dem Kopf durch die Wand wollen. Das bedeutet, da werden wir noch kränker. Weil wir irgendwas meinen, sein zu müssen, wo wir irgendwas kopieren. Wir laufen rum als Kopierapparat und nicht als unser Original. Und Heilung heißt dann wieder zum Original kommen, zu sagen, ja, ist ja eigentlich wahr. Also für mich ist das richtig und nicht das. Aber wir können eben chronisch krank werden. Das bedeutet erstmal, der Rhythmus ist weg. Ja. Lebensfreude ist sowieso weg. Dann können wir nicht mehr scharf regulieren. Wir können nicht mehr sagen, zwischen der Seite links, was da steht, was mir gut tut und was mir nicht so gut tut, das verwischt sich und wir kommen in diesen Stress. Jetzt muss ich gesund leben und je mehr ich das sage, umso kränker werde ich, komischerweise. Dann Isolation, dass ich mich auf einmal alleine auch fühle und das Immunsystem wird schwach. Immer dann, wenn wir in sogenannten Isolationskonflikt kommen, meinen, ich muss das alleine durchstehen, ich muss das alleine aushalten, ich bin ganz allein gelassen mit meinen Problemen, ich fühle mich isoliert, ja. Das ist der Augenblick, wo wir rapide unsere Lebenskraft einbüßen. Denn es gibt eine ganz einfache, ein einfaches Naturgesetz, nämlich Menschen tun Menschen gut. Das heißt also, in Beziehung treten mit anderen Menschen ist das Schönste, was es geben kann. Sonst hätten wir ja nicht so viele von unserer Sorte auf dieser Erde. Und Gott sei Dank haben wir schon mal 2 verschiedene, Männer und Frauen. Das ist ja auch schon mal ein bisschen mehr Dynamik dann in der Spezies Mensch. Aber auch egal, wie herum die Geschlechter sind, Menschen tun Menschen gut. Und in dem Augenblick, wo wir wieder in der Lage sind, auf Menschen zuzugehen, Menschen an sich heranzulassen, da fängt an, etwas sehr Heilsames in uns Platz zu nehmen.